Da waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Das war die Stundenübung. Und ich hatte ja gesagt, dass wir uns die nochmal gemeinsam anschauen sollten. Muss jetzt bei Ihnen nicht genau so sein, aber so die Grundidee war einmal, dass man hier diesen Ball hat, von dem wir sehen, dass er einen Schatten wirft. Dann kann man den mit so einem Push-Button anstoßen, dann hüpft er ein bisschen nach oben und titscht dann ein bisschen auf, durch die Gravitation nach unten gezogen. Man kann das Material ändern. Das ist jetzt Lambert-Material, das sieht so matt aus, kann man vielleicht auf dem Beamer nicht so gut sehen. Und wenn Sie hier wechseln zu Fong-Material, dann sollte das ein bisschen glänzender aussehen. Wir werden heute noch über Material reden, wobei wir heute, glaube ich, noch nicht darüber reden, wie man an diesem Glanz drehen kann. Das machen wir aber auch noch mal. Und dann eigentlich der wichtigere Teil dieser Übung war, dass man Kameraposition und Winkel des Spotlights ändern kann. Also Position meinte ich damit, dass man hier so ein bisschen lang fährt. Sie sehen, dass sich der Schatten mitbewegt, weil sie jetzt die Kamera bewegen. Und den Winkel des Lichtes, dann bleibt die Kamera stehen und stattdessen drehen Sie oben das Licht so ein bisschen hin und her. Da gucken wir uns gleich mal den Code zu an. Vielleicht sage ich jetzt schon mal, darauf möchte ich nämlich heute noch mal genauer eingehen. Ich hatte Ihnen vor einer Woche schon gesagt, es ist eventuell problematisch mit dem Schatten. Also eventuell, wenn Sie da ein bisschen mit rumspielen mit den Parametern, wird es Ihnen passieren. Ich nehme an, dass es einigen von Ihnen passiert, dass Sie gar keinen Schatten haben, obwohl Sie denken, da sollte ein Schatten sein. Darauf gehen wir gleich noch ein. Wir gucken uns erstmal hier an. Meinen Lösungsvorschlag muss bei Ihnen natürlich nicht genauso aussehen. Wir gehen da mal kurz durch. Eine ganze Reihe von Dingen haben wir ja schon gemacht. Also dies hier oben muss ich alles nicht mehr zeigen. Das Wesentliche war, haben wir letztes Mal gesehen, wir müssen erstmal beim Renderer sagen, dass wir überhaupt Schatten haben wollen, sonst gibt es auch keinen Schatten. Hier oben habe ich eine Variable für die Kugel. Und hier diese Variable, das ist meine vertikale Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit in Y-Richtung. Die setze ich am Anfang auf 0. Die Kugel kann sich ja nur hoch und runter bewegen. Es muss sich also nur die Y-Koordinate bewegen. Und dann habe ich das Problem mit der Zeit. Ich möchte, dass ich die Zeit irgendwie messen kann, weil ich nicht von der Bildwiederholungsrate abhängig sein möchte. Es gibt verschiedene Methoden, das zu machen. Sie können das mit Set Intervall oder Set Timeout machen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich die Zeit tatsächlich messe und dann immer vergleiche, weil wir ja sowieso eine Schleife haben. Ganz am Ende habe ich das einfach übernommen, was wir sonst auch hatten in unserem Programm, wo wir diese Schleife haben, die einfach immer Request Animation Frame aufruft. Das heißt, es wird sowieso 60 Mal pro Sekunde gezeichnet. Darum wird in meinem Callback dann so eine Zeitmessung stattfinden. Dafür rufe ich hier die JavaScript-Funktion getTime auf, die mir die Zeit gibt seit dem Start des Programms in Millisekunden. So, und jetzt habe ich hier, das ist ja auch der übliche Weg, meine Controls, also ich mache mir so ein Objekt, mit dem ich dann, in dem ich dann irgendwelche Properties habe, die ich steuern kann mit meinem User Interface. Einmal hier der Winkel von dem Spotlight, den habe ich am Anfang auf irgendeinen Wert gesetzt. Dann habe ich hier die Position der Kamera, die habe ich am Anfang auch auf irgendeinen Wert gesetzt. Das Material, das mache ich hier als String. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe einfach hier als String Lambert eingegeben, weil man dann ja auch hier diesen String tatsächlich angezeigt sieht. Das ist natürlich eine relativ einfache Methode. Und das Wesentliche ist, ich habe hier eine Funktion Redraw, die, wenn sich was ändert, aufgerufen werden soll, weil sie diverse Dinge neu zeichnet. Und ein Punkt hier ist, weil wir ja das Material ändern, müssen wir die Kugel neu zeichnen. Darum macht diese Redraw-Funktion als erstes das Folgende: Wenn in der Variablen Sphere, Sie entsinnen sich, die ist oben hier erstmal auf Null gesetzt, schon was drin ist, was am Anfang nicht der Fall sein wird, dann nehme ich diese Kugel aus der Szene erstmal wieder raus mit Remove. Und dann baue ich mir eine neue Kugel. Die Größe, die Geometrie der Kugel bleibt immer gleich. Ich nehme aber hier den Konstruktor, den baue ich mir zusammen. Und zwar gucke ich mir an, was in dem String Material drin steht. Da können ja nur zwei Werte drin stehen. Und wenn der String Lambert ist, dann nehme ich als Konstruktor 3 Mesh Lambert Material. Und wenn in dem String nicht Lambert drin ist, dann nehme ich 3 Mesh Fong Material. Das heißt, in Material Constructor steht jetzt der Name der Methode, also des Konstruktors, die ich aufrufen will. Und den rufe ich dann hier auf. New. Und
Ich setze hier noch die Farbe fest und dann habe ich ein neues Material. Und dann geht das so weiter wie üblich. Ich setze das Ding hier ein, packe das an eine bestimmte Position, sage auch hier, dass das Ding einen Schatten werfen soll und füge das der Szene hinzu. Und dann ganz am Anfang rufe ich einmal schon mal Redraw auf, damit ich überhaupt erstmal eine Kugel in der Szene habe. So, dann kommt die Kamera, da ist jetzt auch nicht erstmal nichts weiter Besonderes drin. Dann habe ich hier mein Spotlight, das ist auch so, wie wir das alles schon hatten. Auch hier wieder Spotlight wirft einen Schatten, sonst würden wir nichts sehen. Und die Ebene, die hatten wir auch, glaube ich, die kann man, glaube ich, genauso übernehmen, wie wir das schon in der Stunde gemacht haben. Auch hier den Schatten explizit erwähnen. Also es gibt eine ganze Reihe von Stellen, wo man den Schatten erwähnen muss. Objekte, die Schatten werfen, Licht, das Schatten wirft, der Renderer, der überhaupt erstmal für Schatten vorbereitet sein muss und die Objekte, die Schatten empfangen. Aber wir werden gleich sehen, dass das noch nicht unbedingt reicht. Ja, also die Funktion Push hier noch, die ist ganz simpel. Die macht nichts weiter, als zu der vertikalen Geschwindigkeit etwas dazu zu zählen. Das ist ja die Geschwindigkeit, die die Y-Komponente ändert. Und immer wenn ich auf Push drücke, wird dazu was zuaddiert. Das bedeutet auch hier, wenn ich jetzt zweimal auf Push drücke, dann ist das so, als würde ich das Ding in der Luft nochmal angetickt haben. Dann springt er halt höher und fällt entsprechend auch höher wieder hoch und runter. Das kann man aber auch machen, wie man möchte. So, und jetzt kommt der Teil mit Kamera, Spotlight hatte ich schon erwähnt. Plane ist auch klar. Und jetzt kommt mein eigentliches Graphical User Interface. Controls heißt einfach als erstes Push. Wenn das der Name einer Funktion ist, wird die einfach aufgerufen, wenn ich auf den Button drücke. Das hatte ich Ihnen in den Hinweisen zu der Übung auch schon gesagt. Material ist einfach die Auswahl zwischen zwei Werten. Und wenn ich ein Material ausgewählt habe, wird onChange diese Funktion Redraw aufgerufen, die wir uns eben angeschaut haben. Kameraposition ist etwas, was ich wechseln kann, einfach zwischen minus 1 und 1. Sehen wir gleich, was das bewirkt. Und der Winkel ist etwas, was ich wechseln kann, wählen kann zwischen 0 und 2 Pi, also einmal im Kreis rum. So, und das Entscheidende ist natürlich meine Callback-Funktion, die ist jetzt ein bisschen komplizierter als vorher. Sie entsinnen sich, die Callback-Funktion ist das, was immer in jedem Frame sowieso aufgerufen wird. Also wir haben jetzt zwei Dinge, die interagieren. Wir haben oben einmal diese Redraw-Funktion, die hier jetzt an der Stelle auftaucht. Die brauche ich nämlich nur dann, wenn ich das Material ändere. Dann muss ich tatsächlich die alte Kugel wegschmeißen und eine neue nehmen. Wenn ich irgendwas anderes mache, Kameraposition, Winkel des Lichts und so weiter, muss ich nicht alles neu machen. Das mache ich alles in diesem Callback hier. Hier nehme ich nochmal den Wert der jetzigen Zeit, das ist die gleiche Funktion wie oben, und vergleiche den Zeitwert mit dem letzten Mal und gucke, ob der Unterschied zwischen jetzt und der letzten Zeitmessung größer als 100 ist, weil das immer in Millisekunden gemessen wird. Gucke ich also, ob seit der letzten Zeitmessung eine Zehntelsekunde vergangen ist. Und nur wenn eine Zehntelsekunde vergangen ist, mache ich das, was hier steht. Das ist also eine absichtliche Verzögerung von den Updates, die was mit der Geschwindigkeit und der Bewegung der Kugel zu tun haben. Und wie ich schon sagte, man kann das auch mit Timeouts oder so machen. Der entscheidende Punkt ist, Sie sollten das nicht einfach in Ihrer Funktion machen, die jedes Mal, wenn das Frame neu gezeichnet wird, neu aufgerufen wird, weil Sie sich dann abhängig machen von der Bildwiederholfrequenz Ihres Rechners. Wenn Sie unterschiedliche Rechner haben und die haben unterschiedliche Bildwiederholfrequenzen, dann kann es Ihnen passieren, dass die Kugel auf dem einen Rechner schneller hüpft als auf dem anderen. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie in irgendeiner Form die tatsächliche Zeit messen und müssen sagen, ich möchte, dass dies alle 100 Millisekunden passiert und nicht etwa sowas wie alle 100 Frames, weil ein Frame nicht immer gleich lang dauern muss. Außerdem haben Sie auch keine Garantie, dass Sie wirklich in jedem Frame aufgerufen werden. Also wenn der Rechner sozusagen viel zu tun hat, dann wird er Sie eventuell gar nicht aufrufen. Oder wenn zum Beispiel die Seite gerade gar nicht zu sehen ist, wird er auch nicht aufgerufen werden. Das heißt, es könnte Ihnen zum Beispiel passieren, dass das Ding hüpfen soll. Dann gucken Sie zwischendurch nochmal auf Facebook irgendwas nach und Sie kommen zurück. Und das hat sich seitdem gar nicht bewegt, weil der Rechner sich entschieden hat, man sieht mich ja nicht, brauche ich keinen Aufruf. So gesehen ist diese Lösung von mir auch nicht die beste, die ich hier benutze, weil dieser Teil natürlich auch nur aufgerufen wird, wenn ein Frame neu gezeichnet wird. Okay, wenn also sich was geändert hat, alle 100 Millisekunden, merke ich mir dann dieses hier als Wert der letzten Zeitmessung
und ziehe einfach von der Geschwindigkeit etwas ab. Das ist meine Gravitationskraft. Also ich ziehe von der Geschwindigkeit ein bisschen was ab. Allerdings nur unter der Bedingung, dass die Geschwindigkeit nicht sowieso null ist und dass auch die Position der Kugel ungleich null ist. Das bedeutet, wenn die Kugel unten am Boden sitzt und sich gar nicht bewegt, dann ziehe ich natürlich nicht Geschwindigkeit ab, sodass die Gravitation die Kugel nicht in den Boden reinzieht. Das hier ist die Reibung. Die Geschwindigkeit, egal in welche Richtung ich mich gerade bewege, die kann ja positiv oder negativ sein, wird jedes Mal mit so einem Faktor mal genommen, damit sie immer so ein bisschen kleiner wird. Sonst würde das Ding eigentlich immer hoch und runter hüpfen und sich nichts ändern. Und das ist die Auswirkung der Geschwindigkeit. Die Position der Kugel ändert sich, indem ich die aktuelle Geschwindigkeit dazu addiere. Und das ist das, was passiert, wenn die Kugel auf dem Boden aufditscht. Also in dem Moment, wo die Position der Kugel minimal kleiner als 0 geworden ist, drehe ich die Geschwindigkeit um. Die Geschwindigkeit, die vorher dann nach unten gegangen ist, geht jetzt nach oben. Das ist eigentlich schon alles. Und hier unten noch die Dinge, die, glaube ich, dann klar sind. Wenn ich die anderen Parameter ändere, die anderen beiden Parameter waren Controls Camera Position und Controls Spot Angle, dann haben die jeweils Auswirkungen auf die Kamera bzw. das Spotlight. Bei der Kamera ist es so, ich habe mir einfach irgendeine ganz simple Geradengleichung überlegt, die ungefähr so mehr oder weniger schräg da vorne lang läuft. Und habe dann, nachdem ich die Position der Kamera hier neu setze, ich ändere nur die X- und Z-Koordinaten, also die Höhe der Kamera ändert sich nicht, jeweils die Kamera wieder ausgerichtet. Also das ist jetzt so, stellen Sie sich das so vor, Sie haben so eine Schiene vor der Szene, auf der fährt die Kamera hin und her. Sie haben aber einen Kameramann, der, während er hin und her gefahren wird, darauf achtet, dass die Kamera immer auf demselben Punkt bleibt. Das ist das, was hier passiert. Also das ist jetzt die aktuelle Version und wenn ich mich hier hin und her bewege, dann drehe ich die Kamera immer mit. Und jetzt ändern wir das mal und nehmen dies hier mal raus. Die Kamera bewegt sich nach wie vor, aber der Kameramann macht jetzt nichts mehr und die Kamera fährt dann auf dem Wagen einfach mit. Das heißt, hier an dieser Stelle mache ich hier einfach mal minus 30 und 30. Das wäre sozusagen die Startposition der Kamera. Nachdem ich die festgesetzt habe, sage ich der Kamera, sie soll auf den Nullpunkt gucken. Und das ändere ich dann nicht mehr. Und jetzt bewegen wir mal die Kamera hin und her. Und jetzt sehen Sie, die Kamera folgt jetzt nicht mehr der Kugel, sondern sie fährt einfach hin und her vor der Szene. Das sind einfach zwei verschiedene Effekte und Sie müssen sich dann überlegen, was Sie eigentlich gerne hätten.